Guten Morgen allerseits. Hier sind Markus und Dietmar. Immer noch unterwegs auf unserer Europatour. Tag 25, glaube ich. Wir waren heute Nacht in Palo, das ist bei Sassuolo in der Nähe. Noch relativ dicht am Mittelmeer, aber mit dem Meer war es das jetzt. Wir fahren jetzt hier Richtung Nordwesten gerade, Richtung Alba. Und ja, wenn alles klappt, mal sehen, ob wir da überhaupt Lust zu haben, fahren wir heute noch über die französische Grenze. Da gibt es diese schönen französischen Seealpen mit mehreren Nationalparks übereinander. Da war ich noch nie, das heißt, stimmt gar nicht, doch, ich war schon mal in Limone. Fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Gegend. Wobei man natürlich sagen muss, hier diese Straßen, ihr seht das ja. Also so richtig schnell kommt man hier nicht voran. Insofern kann es auch gut sein, dass wir irgendwie dann doch noch kurz vorher quasi in Italien halt machen. Ja, ich hoffe, ich habe Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Habe ich nicht. Ich hoffe, ihr habt das gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Das hier ist unser Albergo Delfino. Von außen, naja, war mehr so 1b, um ehrlich zu sein, aber für 90 Euro geht das schon. Tja, das ist unser kleines Hotelzimmer. Und Markus, guten Morgen. Guten Morgen. Ciao. Ciao, hat hier gestern einen Skorpion entdeckt. Pass mal auf. Okay, er ist nicht mehr so ganz lebendig. Es ist ein kleiner, schwarzer, italienischer Skorpion und Markus hat gerade erfahren, er ist nicht giftig. Genau. So, jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Ja, ich bin's nochmal. Die Strecke wird immer schöner, wobei das Toskanische, das Toskeske, ist jetzt irgendwie hier raus. Wir sind ja auch nicht mehr in der Toskana, glaube ich zumindest. Jetzt ein bisschen mehr bewaldet und ja, diese typischen kleinen italienischen Dörflein kommen hier eins nach dem anderen. Ganz viele Radfahrer unterwegs, wirklich extrem viele, und die sind auch echt schnell, die Jungs. Fällt einem sonst gar nicht so auf, aber wenn man die mit dem Motorrad überholt mit 80 und die fahren fast, ja, in Zeitlupentempo überholt man die, dann weiß man, okay, die fahren 70. Also, macht echt richtig Spaß hier. Ist auch mega kurvenreich, für uns Norddeutsche ja immer ein Fest. Das kennen wir ja gar nicht. Man muss allerdings auch ein bisschen aufpassen, weil die Straßen hier doch sehr, sehr eng sind. Also, na, die hier geht gerade noch so, aber das war eben ganz schön eng teilweise. Und auch nicht so gerade der allerbeste Zustand. Und wenn dann einem echt so ein LKW entgegenkommt, dann schluckt man manchmal schon so ein bisschen. Also, Rasen geht hier nicht. Guck mal, was für ein schöner Ausblick hier. Könnt ihr das überhaupt sehen da vorne? Das ist eine Burg. Herrlich. Regione Brebona. So ein bisschen einschläfernd, ehrlich gesagt. Es war wunderschön, aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen kurz vorm Einpennen. Ich glaube, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Das Matratze war ein bisschen weich. Tja, auch das gibt es in Italien öfter mal. Die Straße wird kleiner und kleiner und plötzlich fährt man hier irgendwelche Kopfsteinpflasterwege. Sehr schön. Aber richtig vorankommt man nicht. Aber ist auch egal. Wir haben eben in Alba eine kleine Pause gemacht, kleine Kaffeepause. Und fahren jetzt Richtung Pinerolo. Und das ist dann gar nicht mehr so weit weg von der französischen Grenze. Bonjour, Monsieur, Mademoiselle. Mal gucken, was sagt mein Navi? Wir sind da in vor einer Stunde etwa. Und dann schauen wir mal, ob die Francesi uns auch reinlassen in ihr schönes Land. So, mal wieder was zum Thema Landwirtschaft. Hatten wir ja lange nicht mehr. Wir sind ja durch Gegenden gefahren, wo es ganz viel Sonnenblumen gab und ganz viel Wein und ganz viel Getreide. Und hier haben wir nun die Gegend Maisfelder. Ich weiß
gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon durch Maisfelder fahren. Auf jeden Fall schon sehr lange. Mais und Pferde. Und Mais. Ja, und das da hinten, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann jetzt auf der GoPro, so ein bisschen die Sicht da hinten, da sind ja so ein paar Wolken und da drunter sieht man schon die Berge, das ist, das sind die französischen Seealpen, also da fangen die Alpen eigentlich an, kann man fast sagen. Da ungefähr ist, müsste Nizza sein, also das Mittelmeer. Und ja, da vorne, das, diese Alpen, das sind wie gesagt Nationalparks. Ich bin ganz gespannt, die sollen super schön sein. Wenn man hier so rumguckt, dann denkt man immer, wir sind gleich da, aber in Wirklichkeit sind die natürlich noch ganz schön weit weg. Aber ich denke mal, wir werden das trotzdem heute noch schaffen, da reinzugurken. Mal sehen. So, hier, Riesensupermarkt in Italien. In Pel, wie heißt es hier? Pinerolo. Pinerolo, genau. Der größte Supermarkt der ganzen Welt. Und wir kaufen hier einen Schluck Wasser und ein Mucki Trinkjoghurt. Die werden sich gleich wundern an der Kasse. Egal, die Auswahl ist groß. Ja, typisch Italien. 5 Tonnen Gran Padano. Muscheln, Tintenfisch, Lachsfische, andere Fische. Was nehme ich denn jetzt? Erdbeer, Mango oder Banane? So, das ist hier noch der Ort Pinerolo, in dem wir eben in dem Supermarkt waren. Und da vorne seht ihr jetzt schon die Berge. Das ging dann doch schneller, als ich dachte. Wir haben jetzt als neues Ziel eingegeben Briançon in Frankreich. Das ist dann, boah, 20 Minuten vielleicht hinter der Grenze. Und dann wird es natürlich wieder sehr spannend mit der Suche nach einer Unterkunft. Das weiß man immer nicht so richtig, wenn man in diese Gegend erstmal reinfährt, was es da so gibt, wie teuer das ist und vor allem, ob man da noch was kriegt. Aber gut, jetzt haben wir ja das Mittelmeer verlassen. Da war das ja dann doch aufgrund des der Zeit sehr, sehr voll. Ich muss sowieso sagen, vielleicht als kleines Fazit, wir sind ja gleich raus aus Italien. Italien ist ganz, 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 ganz toll. Tolles Land, tolle Menschen, tolles Essen, tolle Gegend, alles toll. Aber nicht im August, also zumindest nicht am Meer. Das ist echt die dämlichste Idee, die wir hatten seit 20.000 Jahren. Also wenn ihr ans Meer wollt, bitte nicht im August, ist sowieso viel zu heiß. Was aber natürlich cool ist, das quasi, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich habe ja immer in Rom gelebt, lange Zeit, anderthalb Jahre, und da waren wir immer ganz froh, wenn es Ferragosto war, weil dann die Römer alle abhauen und die Stadt war komplett leer. Also Städte kann man sich im August sehr, sehr gut angucken, besser sogar als in, zu anderen Zeiten, weil die dann halt leer sind. Aber wie gesagt, nicht ans Meer fahren, dämliche Sache. Hat aber trotzdem nicht geschadet und wie gesagt, ich habe es genossen, mal wieder in Italien gewesen zu sein. Wunderschönes Land. Aber jetzt freue ich mich auch ein bisschen auf Frankreich. Mal sehen, was uns da erwartet. Hallo Berge, hallo Alpen, wir kommen. Buongiorno. Diese orangenen Kästen, das sind die Radarfallen in Italien. Dazu muss man aber wissen, jede zweite Radarfalle ist sowieso kaputt. Hat irgendwie eine Woche, nachdem sie aufgestellt wurde, schon nicht mehr funktioniert. Und A und B werden sie auch immer angekündigt. Also das ist ein bisschen merkwürdig hier in Italien. Ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass Motorradfahrer, weil wir ja vorne kein Kennzeichen haben, da überhaupt erfasst werden. Also um ehrlich zu sein, nimmt die hier auch keiner so richtig ernst. Die stehen hier nur so als Staffage. So, jetzt müsste das eigentlich gleich losgehen hier mit dem ersten echten Alpenpass. Wir passieren das Örtchen Finistrelle, immer noch Italien, aber ich habe eben schon die ersten Schilder gesehen. Ich habe jetzt vergessen, wie der Pass hier heißt,
Aber das ist ja so, ne, die Alpenfahrer von euch werden das wissen, da steht dann immer, ob der überhaupt auf ist, der Pass, von wann bis wann der eigentlich auf ist und was quasi in caso die Nebbia zu tun ist oder wenn es schneit und so weiter und so weiter. Und ja, was mir auch auffällt, die Städtenamen, also die Hinweisschilder, da gibt es jetzt immer mehr französische. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Frankreich nicht mehr so weit ist. Man sieht jetzt auch immer mehr Autos hier, zum Beispiel mit französischen Kennzeichen. Also, gleich wird's hart, nehme ich mal an, was das Fahren angeht. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht. Das sieht nämlich ein bisschen danach aus. Das wäre natürlich scheiße. Aber noch ist alles gut. Und ja, ich freue mich auf den ersten Alpenpass. Auguri! Nächster Postkartenblick. Schon ganz schön hoch hier. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, wir sind jetzt so auf 1,5. Und die da drüben, das dürften schon so 2,5er sein. Mittendrin in den Bergen. In Italien immer noch. Ja, der Ort hier heißt Sestiere. Sestiere kommt mir irgendwie bekannt vor. Sestiere, Sestiere. Irgendwie aus dem Wintersport. Wir sind übrigens eben auch an Skisprungschanzen vorbeigefahren, die natürlich jetzt nicht im Einsatz sind. Markus hat da leider nicht angehalten. Ich hätte da gerne mal kurz meine Drohne hochgeschickt. Aber egal. Auf jeden Fall, hier seht ihr schon, das ist ein Winterskigebiet hier. Da sieht man schon die ersten Lifte. Sestiere, ist das doch Italien? Ja, muss ja. Wir sind ja noch nicht über die Grenze. Aber jetzt kann das wirklich nicht mehr lange dauern. Ich muss da jetzt mal meinen Impfpass zücken. Ja, alter Schwede, wusste ich gar nicht. Sestiere scheint irgendwie so ein echter Touri-Ort zu sein. Guck mal, hier fahren die Gondeln. Und hier oben, seht ihr das da oben? Alles voll mit... Wird alles gerade neu gebaut, offensichtlich. Vollgestopft mit Bungalows und Hotels. Also das muss hier irgendwie eine Touri-Hochburg sein. Aber ich nehme mal an, vor allem im Winter. Also offensichtlich hier ein echter Wintersportort. Es ist übrigens auch ganz schön kühl geworden. 18 Grad nur noch. Also, was ist das kühl? Ist ja nicht kalt. Aber daran sieht man auch, dass wir eben jetzt nicht mehr auf 700 Meter sind, sondern, ja, weiß ich auch nicht. Ihr müsst hier mal nachgucken. Sestiere, ich schätze mal 1500. Schaut mal. Ist das nicht herrlich? Also nicht nur diese Kurven und diese Passstraßen, sondern auch hier diese Nadelwälder. Alles wunderbar. So, das hat Markus genau richtig gemacht. Kurz vor der Grenze nach Frankreich nochmal schnell angehalten, um einen letzten italienischen Cappuccino zu nehmen. Und da vorne ist schon die Grenze. Ciao, Italia. So Leute, jetzt habe ich ja extra nochmal den GoPro-Akku gewechselt, weil meiner leer war, Impfpass rausgeholt, schnick, schnack, schnuck gemacht, weil ich dachte, die Grenze kommt. Ja, da war sie auch schon, da stand einfach nur ein Schild. France. Bonjour. Also, merkwürdig mit diesen Grenzen, ich verstehe das alles nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Frankreich. Wunderbar. Und fahren jetzt nach Briançon. Früh gefreut, hier ist die Grenze. Buongiorno. Waren das jetzt die Franzosen? Nehmen wir mal an. Wir sind durchgewunken worden. Alles ist schön und gut. Und Markus muss tanken, offensichtlich. Sieht doch schon mal gut aus hier, ne? Tag. Das ist gut, denn dann kann ich auch mal meine Jacke zumachen. Ja, hier kurz hinter der Grenze scheint ein Wandergebiet zu sein. Seht ihr die lustigen Wandersleute da oben, alle längs wandern? Die gehen wahrscheinlich zu diesem Gipfel. Da gibt es höchstwahrscheinlich noch einen italienischen Cappuccino. Den kriegen wir jetzt nicht mehr. Mist. Egal. Ja, Frankreich. Muss ich mal sehen, ob ich mein Französisch noch so ein bisschen aufgefrischt kriege. Das ist ja nun schon lange her in der Schule. En France, les grandes vacances commencent le 1er juillet. Ah, en son, c'est Brigitte. Elle est sur le balcon.
Das sind so die Dinge, die ich noch kann. Herzlichen Glückwunsch, Herr Struckmeier. Mal sehen, ob ich damit klarkomme an der Rezeption, wenn ich mir irgendwas bestellen möchte. Im Hotelzimmer sage ich einfach, ah, c'est Brigitte. Und dann klappt das schon. Vor uns eine Motorradgruppe, die noch entspannter fahren als Markus und ich. Wir sind sowieso schon sehr entspannt unterwegs, was ich echt sehr angenehm finde. Dieses Gebrenne, das geht mir echt immer so auf den Sack. Ich will noch ein bisschen was sehen hier, links und rechts. Aber die fahren echt richtig langsam. Mal sehen, wann Markus' Nerven blank liegen und er sie dann überholt. Aber ich, was weiß ich, wir haben keine Eile. Alles ist gut. Briançon, wir kommen. Eine Stunde später. Wir schieben immer noch diese Zweirad-Touristen vor uns her. Also wenn das so weitergeht, kommen wir gar nicht mehr an heute. Aber wie gesagt, ist auch egal. Es ist alles wunderschön. Nochmal zum Wetter. Alors, le Wetter. Heute Morgen haben wir eigentlich gedacht, dass wir in den Regen kommen. Sah zumindest eine Zeit lang so aus. Das war aber eher Richtung Norden. Wir sind ja Richtung Westen gefahren. Goldrichtige Entscheidung, weil, guck mal, ein paar Wölkchen am Himmel, aber von Regen weit und breit nichts zu sehen. So soll das sein. Guck mal da oben. So eine Festung auf dem Berg. Das hier ist jetzt Briançon. Wir sind also angekommen. Beziehungsweise, was ist angekommen? Das war jetzt unser Zielort in Frankreich erstmal. Und jetzt müssen wir gleich mal schauen, wo wir hier überhaupt in der Nähe irgendwas zum Übernachten finden. Es ist allerdings erst 16 Uhr. Also insofern keine Panik. Das wird schon irgendwie hinhauen. Auf jeden Fall sehr nett hier, muss ich sagen. Scheint auch so ein kleiner Touri-Ort zu sein. Nicht gerade leer. Oha, guck mal. Sieht aus wie in San Francisco hier. Cool. So, jetzt sind wir raus aus Briançon. Haben uns eine Unterkunft gesucht. Und zwar nicht weit von hier, 10 Kilometer oder 12. In Montier-les-Bains. So heißt der Ort. Hoffentlich. Das muss irgendwie ein Skigebiet sein, weil das ist offensichtlich so eine Skihütte, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so ein Skihostel, Skijugendherberge, irgendwie sowas in der Art. Ja, wir sind froh, dass wir das gefunden haben. Ist immer gar nicht so einfach, vor allem irgendwie, jetzt ist es 17 Uhr. Langsam hat er dann auch keinen Bock mehr und will dann eigentlich seine Ruhe haben. Und dann immer noch eine Unterkunft suchen, ist immer so ein bisschen nervig, aber bisher haben wir das eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Zumal wir ja jetzt auch nicht immer hunderte von Euro ausgeben wollen und können. Das jetzt kostet für zwei Personen 76 Euro, das geht schon in Ordnung. Mal schauen, wie das da aussieht. So, jetzt sind wir gleich da. Die ersten Hühner laufen uns schon über den Weg. Ponyhof gibt's auch. Haben wir doch ordentlich was zu machen. Oh, das riecht aber hier extrem nach Pferd. Junge, Junge, Junge.